herzliche Grüße von der Kunsthochschule in Kassel. Heute bin ich mit dem Verein Advanced hier, wo ich schon seit einigen Jahren Mitglied bin. Es bereichert immer wieder, neue Kunst kennenzulernen. Heute nehmen wir hier an einem Rundgang teil und das Motto ist von der Kunsthochschule Momentaufnahme, wo man einfach mal einen Einblick bekommt in die studierenden jungen Künstler, was gerade aktuell ist an ihrer Kunst. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Liebe Grüße, die Doris. Mama, so. Ja. Mein Name ist Graf. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber... Diese Gleichheit drückt sich auch darin aus, ich sehe ein Mitglied der Jury. Als nächstes machen wir auch eine kleine Runde durch die Produktdesign-Ausstellungsräume, wo ihr vielleicht auch schon mal kurz in die eine oder andere Tür reinlinsen könnt. Wird das 250-jährige Jubiläum gefeiert und zu diesem Anlass sollen verschiedene kleine Magazine erstellt werden. Otti Berger beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt. Nee. Es war eine Textildesignerin im Bauhaus in Dessau. Und zwar bei der Gastprofessur Sebastian Bernier hatten wir zum Anfang dieses Semesters die Aufgabenstellung: entwickelt ein verkaufsfertiges Produkt. Und das, was ich da jetzt am Ende in der Ausstellungshalle ausgestellt habe, ist dieses KI-Buch, was die Kunsthochschule so in ganz vielen Stilrichtungen zeigt. Und dadurch stehen diese Formen hier immer in den Arbeitsräumen, aber die verstauben, werden nicht mehr genutzt, weil die hatten halt ihr eines Projekt und dann werden die meistens nicht nochmal eingesetzt. Und da kam die Idee, dass man die wiederbelebt. Welche Farbe sie verwenden will, welchen Stoff sie verwenden will. Und,